Da wäre hier für eine komische Einzäunung. Pingenschacht? Nee. Das Trail de Gueule Noire in Blenny, wo die Pfeile so explizit konkret waren. Da würde ich jetzt da rüberklettern müssen würden. Aber ich glaube, das ist hier anders gemeint. Das bezieht sich auf den Abzweig. Sieht irgendwie interessant aus und es gibt sogar eine Spur. Okay, das ist mehr eine Felszufahrt, das scheint da zu enden, aber wir können hier wieder auf einen Weg. Nee, ist klar. Ja, wer erinnert sich? Alte Strecke von Enorm in Form in Steckenborn. Was ist da wohl auf sich hat? Und das ist die Markierung von der neuen Strecke des von Enorm in Form in Steckenborn. Da vorne habe ich jetzt das Sackgassenschild vermisst, denn da ist doch seit Ewigkeiten der Weg zugemacht worden wegen dem Wassergedöns. Hier ist auch kein. Ja, es geht da ein Trail rauf. Aber gucken wir mal, ist das keine Sackgasse mehr? Ja, von oben ist nämlich ein Sackgassenschild. Mit Genehmigung ist gesperrt. Nicht. Warum steht denn dann da Bitte, wenn es verboten ist? Dann ist es doch keine Bitte, sondern eine Anweisung. Aber ich hatte in Deutsch auch nur eine 4. Ich meine, was weiß denn ich schon von Sprache? Und das Sackgassenschild fehlt, liegt vielleicht daran, dass hier noch ein Trail ist. Aber jetzt gucken wir uns natürlich an, wo das hier hingeht, beziehungsweise rauskommt. So wie es aussieht, gibt es den Weg nicht erst seit gestern. Dann hat uns all die Jahre der bequeme Asphaltweg hier von fern gehalten. Was ist das? Das sieht nach einer Mauer aus, ein Fundament. Was haben wir denn hier entdeckt? Interessant. Das sieht auch mehr fundamentig aus als eine reingebaute Treppenstufe. Oh, eine genietete Wassertank noch. Hier sind ja noch Raritäten im Wald. So, jetzt wollen wir mal festhalten, wo hier der Einstieg ist, dass wir den, ja. Der dürfte von der anderen Seite schwer zu sehen sein. Ja, der Asphaltweg, der ging da hinten rein. Das ist ja eine ganz andere Ecke hier. Wieder was gelernt. Je höher der Ginster steht, umso schlechter ist der Weg zu sehen. Also irgendwie scheint den Leuten das hier zuletzt ein wenig zu nass gewesen zu sein. Denn die Spur, die es bis hier noch deutlich gab, ist jetzt schon nicht mehr so zu finden. Ah ja,
Jetzt ist auch klar, warum. Auch nicht gerade trocken, aber nicht ganz so tief wie da. Oh oh. Oh oh. Ich ahne Ungemach. Da haben wir einen Graben, da haben wir einen Teich. Ja. Ja, während sich da der Pfad schon verloren hat, ist er hier noch gut zu erkennen. Auch wenn er jetzt knöcheltief unterm Wasser verschwunden ist. Aber hier ist unser Trampelpfad wieder. Aber wie wir da, solange die Knie trocken bleiben, ist es ja nicht nass. Nur ein bisschen feucht. Problemlos zu bewältigen. Da kennt man es wieder. Ich glaube nicht. Karnevalstrail sind wir auch ganz gut durchgekommen auf der Originalroute. Aber da muss man jetzt wohl doch eher die Umgehung nehmen, wenn das Gestrüpp so hoch steht. Erinnerung an das Alte neben dem Neuen. Man mag die Aussicht für begrenzt halten, da hinten haben wir den Indemann. Aber hier ist ein frischer Wind zur Abkühlung. Da haben wir die Sophienhöhe, Altenhofen. Schon eine Weile her, dass ich hier der ehemaligen Bahntrasse gefolgt bin, war das ja auch freigeschnitten damals. Haben wir das schon gesehen? Das scheint ja eine kleine Rampe für einen Industrieanschluss gewesen zu sein. Ist das dieser kleine Indemann? Warum kommt mir das alles so neu vor? War ich letztens mal gar nicht auf diesem Abschnitt gewesen, sondern erst später eingestiegen? Wer weiß. Die haben hier ein paar hübsche Wege. Hier muss man sich jetzt bücken. Wo kommen wir denn hier raus? Wunderbar. Bin ich hier letztes Mal reingekommen nach Altenhofen? Die Kirche kommt mir bekannt vor. Oldschool Werbeanlage. Der Weg ist heute in einem ziemlich guten Zustand. Das ist aber auch ein bisschen unhöflich, wa? Ordentlich Wasser drin. Bin ich heute am falschen Ende, denn am Weberbach dürfte jetzt wieder Bauchnabeltiefe erreicht werden. Ja, da ist sehr viel Wasser drin. Aber das Weberbach-Warten, das hatten wir schon ein paar Mal. Da verpassen wir nichts. Tja, aber das reicht noch nicht. Bis auf diesen Trail. Noch nicht ganz. Ha, Glück gehabt. Wir kommen doch noch ein Stück weit durch den See. Gucken, hier sollte der feste Untergrund sein. Naja, wenigstens knöcheltief. Da ist schon der ausgebaute Weg. Bis hier oben steht das Wasser heute. Wirklich bis ans Ende von dem Trail. Herrlich.
wissen wir auch, wie der Trail bei Hochwasser aussieht. Aha. Deshalb ist auch hier schon und es wird weiter darüber gegangen. Ja, das ist dann die Hochwasservariante des Weges. Der Biberdamm am Omerbach. Warum sind da zwei Zäune? Ist das ein Weg? Das sah jetzt erstmal so aus, ob es auf den Dingen geht, aber ha, wunderbar. Das ist doch besser als der Asphaltweg oben. Ich bin mal gespannt, wo das rauskommt. Das ist ein gutes Zeichen. Wo Radspuren sind, ist wohl kaum eine Sackgasse. Und wir haben einen kleinen Bachlauf hier. Wunderbar. Wunderbar. Nee, den kannte ich bislang noch nicht. Links den Weg kenne ich, rechts den Weg kenne ich. Das ist mal was Neues. Aber das lohnt sich. Ja, haben wir Schwevenhütte. Ja, und auch hier sind die Wege teilweise etwas nass. Da haben wir einen Schwarzkittel geweckt. Ich tue nichts. Oh oh. Oh oh, das sind die Jungen. Da müssen wir ganz vorsichtig. Auf dem Weg bleiben. Die wollen wir lieber nicht nervös machen. Hallo, ist das neu? Wie lang ist das? Hey, wen haben wir denn hier? Schon im Sommerdress. Die schon immer wissen, wussten, was hinter dem Fahrplan steckt. Heute könnte es nass sein. Ich habe mir jetzt den Parkplatz ausgesucht, weil der ist trockener als der andere, aus dem ich fast nicht mehr rausgekommen wäre. Ja, wunderbar. Schön war ich. So, noch nicht auf den Trail freuen. Was ist das da? Das ist das, was auf Google Maps mit Bunkerrest eingetragen ist, wenn ich das richtig sehe. Ja, der ist ein Stück weiter an der Seite. Deswegen haben wir das nie gesehen. Und bei der Midnight Madness kommen wir auch hier immer nur im Dustern vorbei. Ist das schon alles? Oder finden wir noch mehr? Ich glaube, das war's. Nee, da brauchen wir hin. Was sind wir hier? Also, da ist es. Das ist
Was anderes. Ach, das ist schön, dass man hier gar nicht klettern muss. Da kommt der Weg runter. Talsperre liegt da. Und hier kommt jetzt der Kalltunnel raus, der Wasser von der Kalltalsperre zur Dreilägerbachtalsperre transferiert. Oder ist das hier nur ein Zufahrtstunnel zum Service? Ah ja, jetzt macht das Sinn. Das ist ein Zugangsstollen und das Wasser selbst geht dann hinten direkt in die Talsperre und das ist nur das, was hier in den Stollen sickert und abfließt. Jetzt habe ich wieder ein Bild von der Landschaft. Und den Weg hätte ich gar nicht nehmen müssen, da wäre eine Treppe gewesen. Ui, hier waren unsere Wappentiere unterwegs. Wappentier der Trailläufer, das Wildschwein. Theoretisch müsste ich auf den Parallelweg kommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo genau ich jetzt rauskomme. Der Parallelweg ist noch ein Stück weiter rüber. Aha, jetzt komme ich doch wieder, ich muss noch ein Stück weiter hier, wenn ich den Asphalt meiden will. Ist doch noch ein Stück weiter darüber. Vor Jahren habe ich hier schon mal den Asphaltweg unten umgangen. Das könnte jetzt ein Teil von der Route wieder sein. Oder auch nicht, keine Ahnung. Die Fahrspur biegt wieder in die Richtung darauf auf, aber... Hier geht es noch weiter. Immer noch in Sichtweite der Straße. Ich glaube, damals bin ich ein Stück weiter oben hingeraten. Dann wäre das heute mal was Neues. Naja, hier ist der Weg wieder akut in Betrieb. Kein Suchen nötig. Das letzte Schlammloch, dann sind wir wieder auf dem Weg. Wunderbar. Das war schon mal lustig. Sieht alles nach Bergbau aus. Aber der Weg hat eine Spur. Als ob er begangen würde. Dann laufen wir den doch mal. Eindeutig Bergbau hier im Tal. Geht da. Das sieht ein bisschen nach Spur aus. Aber das ist nicht mehr die Richtung, die ich will. Hier kämen wir an die Straße runter. Eigentlich geht der Weg aber hier, war das? Da schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Na, da ist wieder eine Spur zu erkennen. Ein altes Wegenetz. Wunderbar. Und da endet das Wegenetz. Noch sind wir richtig. Aber das ist jetzt ein bisschen arg dicht. Gehen wir doch mal runter. Aber wir wissen ja, unterhalb der Straße ist Trampelfahrt, der sich dann im Nichts verliert. Und da ist die Fahrspur, die hier an der Rinne endet. Also, haben wir den Asphalt von der Straße fast komplett umgangen. Da sind wir noch so holprig wie damals. Da ist die Rinne zum Weg nach unten, wo ich damals raufgekommen bin. So, mal gucken, ob da hinten doch noch weitergeht in die Richtung. Ich nenne das mal ein nicht wirklich. Dann gehen wir mal runter. Ein hübscher Bachlauf. Und der Weg. Wunderbar. Sind hier umgeknickte, umgebogene Grashalme? Fußspuren kann ich... Gut, jetzt zwar sollte das ein Weg sein. Das muss man überraschen. Sieht fast wie ein Weg aus. Tja, dann lassen wir uns mal überraschen,
wo wir hier weiterkommen. Da sind wir reingekommen. Hier geht die Fahrspur weiter. Gucken wir, dass wir uns ein bisschen rechts halten, dass wir wieder auf den Parallelweg kommen. Planänderung, wir bleiben auf dem Weg. Wenn er denn schon so schön markiert ist. Oh, wunderbar. Oh, schön weich. Und es geht weiter. Also was knackige Wege angeht, habe ich bis jetzt ziemlich Glück gehabt. Die Runde heute lohnt sich. Ah, da kommt wieder ein breiter Weg. Falls einer wissen will, wo der Einstieg zu dem Weg ist. Aber das wird euch nicht viel nützen, wenn ihr nicht wisst, wo die Ecke ist. Sieht zwar rustikal aus, ist aber anscheinend was ganz Normales bei den vielen Fuß- und Radspuren hier. Dilemma, Dilemma. Wollen wir aber weiter auf dem schönen Weg oder wechseln wir hier auf den Trampelpfad? Da sind wir wieder. Der Weg biegt da ab. Der Trail führt direkt auf den Weg. Okay. Das war schön. Und der nächste Trail, den wir finden. Da kommen wir auf der Ravel-Route raus. Fennbahntrasse. Genießt mal die Aussicht. Alternativ hätten wir auch über die, zwischen den Weiden den Trampelpfad weiterlaufen können. Aber da war jetzt eine Wanderergruppe im Weg. Ich habe gedacht, biegst du mal ab. Ja, ich glaube, hier können wir tatsächlich den Parallelweg laufen. Ich glaube, da hinten kommt man wieder raus. Der Weg ist aber schlecht genutzt. Kein Wunder, dass wir den bei der Midnight Madness immer so ein bisschen schwer finden. Ja, bis wir wieder auf der Westschleife sind, haben wir noch anderthalb Jahre. Da kann natürlich das, können die jungen Bäume noch schön hochschießen.